Hallo Zuschauer und Konsolenfreunde, willkommen zum heutigen Video. Es soll mal um das Netzteil der Xbox 360 gehen und zwar, wie man das Ding grob reinigt. Eigentlich war kein Video dazu geplant, denn mein Netzteil ist besonders schwer aufzubekommen und es gibt da zwar einige Tricks, so wie man nimmt alle Schrauben raus und schlägt es dann mit einer Kante auf einen harten Untergrund. Das ist mir aber alles nichts für ein YouTube-Video, weil ich das Netzteil ja nicht dauerhaft beschädigen will und sämtliche anderen Varianten, die ich so kenne, mit Aufhebeln, nach den Kontaktpunkten, also nach den Haltepunkten suchen und ähnlichem, haben nicht zum Erfolg geführt. Also habe ich mich für die schnelle Variante der Reinigung entschlossen und habe das eigentlich auch auf Instagram gepostet und wollte dazu kein Video machen. Da aber immer wieder Fragen zu dem Netzteil kommen, wie man das sauber machen kann, beziehungsweise von Leuten, die Probleme mit dem Netzteil haben, immer wieder Fragen kommen, hier jetzt mal eine Möglichkeit, wie ihr das Netzteil von außen grob reinigen könnt, ohne es zerlegen zu müssen. Was ihr dafür braucht, ihr braucht einmal Druckgasspray oder Compressed Air oder ähnliches, hat diverse Namen, ist aber eigentlich nichts anderes als im Endeffekt ein Treibgas in einer Dose. Das Netzteil sollte komplett stromfrei sein, dass es nicht funken kann, denn dieses Druckgasspray hier, das ist explosionsgefährdet. Das ist meistens ein Butan-Propan-Gemisch. Wir wollen das nicht entzünden und ihr wollt das natürlich auch in einem gut belüfteten Raum nutzen. Es empfiehlt sich auch, eine Pinzette dabei zu haben. Ich habe hier so eine kleine HNO-Pinzette mit so einer feinen Spitze. Aber ihr könnt natürlich auch eine andere Pinzette nehmen. Seid aber mit der Pinzette auch besonders vorsichtig. Hier drin sind stromführende Bauteile, die Pinzette ist aus Metall und wenn ich jetzt weiterreden muss, was ein Kurzschluss ist und was dann mit euch passiert, wenn ihr euch da von den großen Kondensatoren eine feuern lasst, dann solltet ihr nochmal zurück in die Schule gehen und beim Physikunterricht besser aufpassen. Zur Arbeit selbst, das Netzteil hat diese Luftöffnungen hier, es gibt eine Einlass- und eine Auslassseite. Auf der Kabelseite des Netzteils, also da, wo der Anschluss Richtung Konsole geht, sieht man auch, wenn man in diese kleinen Löcherchen reinguckt, hinten Aluminium-Kühlrippen. Da drin ist auch ein Lüfter und durch den Lüfter natürlich und keinen Staubfilter verdreckt das Ganze und Staub sammelt sich da drin. Ein Blick auf die andere Seite zeigt ein paar Kabel und ein schwarzes Gehäuse. Das kann gut und gerne unser Lüfter sein, der halt die Luft dadurch bewegt. Also, wir wollen immer entgegen der Luftstromrichtung arbeiten. Das bedeutet, wenn dieser Lüfter hier ansaugt und die Luft nach hinten befördert, wollen wir von der Seite mit den Kühlrippen jetzt immer schubweise Druckgasspray einblasen. Passt dabei auf, dass der Gascontainer immer senkrecht ist und dass ihr den nicht wackelt oder schräg haltet, denn sonst kommt im Endeffekt das Butan-Propan-Gemisch flüssig raus. Das wollt ihr vermeiden. Einfach ansetzen. Und immer so stoßweise arbeiten. Auf der anderen Seite würde es jetzt eure Staubflusen hier rausdrücken und ihr könnt sie dann vorsichtig mit der Pinzette greifen und raussortieren. Ich habe das nicht anders gemacht. Mein Netzteil ist jetzt natürlich, weil ich das Ganze schon durchgezogen habe, nur sauber. Von daher seht ihr hier natürlich keinen Erfolg mehr. Ihr könnt auch, wenn ihr die ersten groben Flusen raus habt, dann von dieser Seite nochmal ansetzen und wieder mit Druckerspray das Ganze durchblasen. Und dann natürlich auch auf dieser Seite wieder mit der Pinzette reingegangen und die Staubflusen raussortiert. Passt ein bisschen auf dabei, ihr habt hier zwar links und rechts relativ viel Platz, bevor die ersten stromführenden Bauteile kommen, ihr wollt aber dennoch nicht mit der Pinzette da drin rumkramen. Die Gefahr eines Elektroschocks ist dann halt doch viel zu groß. Passt da gefälligst auf und achtet auch drauf, dass das Ganze wirklich stromfrei ist. Ist es eine hundertprozentige Garantie, dass euer Netzteil wieder läuft? Nein, ist es nicht. Ganz simpel, bei mir hat es geholfen, ob es bei euch hilft, ist die andere Frage. Da diese Netzteile aber meistens aufgrund von Staub und verdreckten Lüftern sterben bzw. ausgehen, also wenn der Lüfter blockiert, dann schaltet sich euer Netzteil nicht richtig in den Betriebsmodus, ist es ein Ansatz, mit dem man arbeiten kann und erstmal testen kann, ob man das Netzteil vielleicht damit wieder retten kann, ohne es gleich auseinandernehmen zu müssen. Noch ein Hinweis, idealerweise sollte man natürlich den Lüfter blockieren, wenn man Druckerspray verwendet. Aufgrund der Bauform des Netzteils geht das hier aber nicht. Also kann es halt passieren, dass wir einen Lagerschaden provozieren. Deshalb solltet ihr auch wirklich nur stoßweise und in kurzen Schüben arbeiten, dass die Drehzahl vom Lüfter nicht zu hoch geht, dass ihr den nicht im Endeffekt beim Versuch, ihn zu retten, ganz beschädigt.
beschädigt und ganz zerstört. Soviel erstmal zur grob reinigen bzw. von außen reinigen Variante des Xbox 360 Netzteils. Und an der Stelle jetzt einfach mal gesagt, sollte ich irgendwann mal ein Netzteil wirklich zerlegen müssen, dass ich es aufmachen muss, weil ein Bauteil defekt ist oder weil es zu sehr verdreckt ist, gibt es das natürlich in einem einzelnen Video nachgereicht. Bei diesem Netzteil hat aber die äußerliche Reinigung schon komplett ausgereicht und mehr ist nicht nötig. Es läuft, es funktioniert, also bin ich auch kein Freund davon, jetzt mit Gewalt ranzugehen und das Netzteil unbedingt öffnen zu müssen, nur um damit ein Video zu machen. Solange es funktioniert, will ich es auch so belassen. Sollte es dennoch irgendwann mal ein Video geben, in dem ich so ein Netzteil zerlege und öffne, bekommt ihr das natürlich unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Bis dahin hoffe ich, dass dieses Video euch weiterhelfen konnte. Solltet ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche oder ähnliches haben, ab damit unten in die Videokommentare. Wer immer das Aktuellste von mir sehen will, der sollte mir auf Twitter und Instagram folgen. Findet ihr alle Links dazu auf meiner Kanalseite. Wenn euch das Video hier helfen konnte, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn euch der Content allgemein gefällt, den ich so mache, lasst auch gerne ein Abo da. Ich freue mich immer drüber, Leute in den nächsten Videos wiederzusehen. Und das Ganze supportet natürlich auch den Channel ungemein. Wer mit seinem Support weitergehen will, der kann auch gerne über die unten in der Videobeschreibung verlinkten Produkte auf Amazon einkaufen. Das sind Amazon Affiliate Links. Das bedeutet, ihr gebt keinen Cent mehr auf Amazon aus, als der dort angezeigte Preis sagt. Ich bekomme aber von dem ausgegebenen Geld ein bisschen was ab. Das hilft mir, den Channel am Laufen zu halten und zum Beispiel neues Material fürs nächste Video oder neues Equipment fürs Aufnehmen zu beschaffen. Danke dafür, ist aber kein Muss. Ihr findet alle Produkte auch unten namentlich erwähnt. Einfach den Namen unten kopieren und dann in den Laden des Vertrauens gehen und dort einkaufen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Selberschrauben, Leute. Und macht euch nicht mehr Arbeit als unbedingt nötig. Euer Simi.